es soweit. Roter Teppich, Premiere und ein Filmplakat mit deinem Gesicht drauf. Wie fühlt sich das an? Ach, total komisch, ganz ehrlich. Ich bin total aufgeregt. Gar nicht jetzt, um das zu sehen, was ich gleich sehe. Da freue ich mich einfach drauf. Das ist immer so, dafür bin ich nicht gemacht, ja. Also es ist immer so für mich so, ich bin froh, wenn ich einen Text habe, an den ich mich halten kann. Und nicht sozusagen hier als Fabian stehe mit meinen Worten. Das fällt mir nicht so leicht. In Drift geht es darum, dass zwei Jungs, also zwei Brüder, sich nach 20 Jahren wieder entdecken, mehr oder weniger, weil sie ein wirklich dunkles Familiengeheimnis trennt. Und nach 20 Jahren passiert ein sehr großes Unglück, wofür er, mein anderer Bruder, verantwortlich gemacht wird. Und ich muss ihm sozusagen helfen, zu ermitteln. Und wir kommen einer Verschwörung auf die Schliche und geraten immer mehr in den Strudel und müssen natürlich auch unsere Vergangenheit aufarbeiten. Das andere ist, das ist aber gleichzeitig auch sehr komisch und sehr spannend und sehr actionreich. Also es entsteht auch eine Menge Sachschaden. Oh ja, ja. Wir haben eine Gefangenenüberführung an der österreichischen Grenze. Till Seidler, Soldat. Waffe, Waffe! Sie sind der Bruder. Im Fokus der Ermittlung steht aktuell der Münchner Polizist Alois Z. Wir konnten nicht wissen, wann wir ihn holen. Außer jemand hat es ihm erzählt. Wir müssen rausfinden, wer die sind und warum die Jagd auf uns machen. So eine Serie wie Drift, das ist natürlich ein Schauspielertraum, aber ist es nicht auch eher auch so ein Jungsdingen, schon von Kindesbein an, oh, in sowas mitspielen zu dürfen und dafür auch noch Geld kriegen? Total. Ganz ehrlich, total. Also, was du sagst. Ich glaube, es macht an sich Spaß und auch... Für alle Kolleginnen, die dabei waren, von Angelina Hensch bis Mona Pirsert, das war für alle, glaube ich, eine große Spielwiese für große Jungs und große Mädchen. Und für mich war es eine intensive, spannende Zeit, 8 Monate. Ich habe noch nie so lange in einem Projekt gesteckt. Teilweise auch wirklich an die Grenzen kommt. Dennoch, ich will keinen Moment missen. Es war eine ganz tolle Zeit mit ganz tollen Menschen. Fabian, der meinen Bruder spielt, ich könnte mir keinen besseren Bruder vorstellen für die Serie. Also es war einfach eine großartige Zeit und es hat viel Spaß gemacht. Natürlich ist es immer so, bei Action denkt man ja, dann hat man halt wahnsinnig viel zu tun, muss halt wahnsinnig viel kämpfen und choreografieren und so. Aber hier hatten wir echt die Chance, auch wirklich tolle Charaktere zu spielen, was ich natürlich auch liebe. Und es kam hier beides zusammen mit einem wunderbaren Team, mit einem tollen Kollegen. Ein Traum. Es ist eine sehr figurenorientierte Action. Also du hast oft in den Action-Formaten, die mir nicht so gefallen, die Action im Vordergrund. Das heißt, irgendwann siehst du 20 Mal ein Auto explodieren und irgendwann nutzt sich der Schauwert so ab, dass du ihn irgendwann auch gar nicht mehr toppen kannst. Wenn du schaffst, dass es um die Figuren geht, die in dieser Action, in diesem Auto sitzen und dass es nicht darum geht, dass die Figuren machen müssen, was sie machen müssen, damit diese Action passiert, sondern weil sie so sind, wie sie sind, die Scheiße immer mehr in Strudel gerät und die Sachen passieren, dann habe ich als Zuschauer auch eine andere Empfindsamkeit und fieber vielleicht auch mit, dass die Jungs da drin nicht zu Schaden kommen. Und das ist etwas, was mich mehr reizt. Und neben dieser Action-Sequenzen, Kampfsequenzen. Im zweiten Block bin ich, glaube ich, vom 8. in den 11. Stock an den Balkon hochgeklettert, vom 16., 15., 14. Stock gesprungen. Und diese ganzen Sachen, die sind schon echt fordernd und bringen einen auch immer wieder so an die Grenzen, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat. Aber es macht einfach tierisch Spaß, das dann darzustellen und zu spielen. Wir sind ein gutes Team. Wir werfen uns Bälle zu. So
Sowas wie Drift, so eine Serie mit reichlich Action, wo Sachschaden entsteht, ist das deins? Ja, das ist tatsächlich meins. Ja, wenn da so Männer mit heißen Karren mitmachen, absolut. Und da würdest du auch gerne mal mitspielen, als Love Interest zum Beispiel? Ja, warum nicht? Also warum nicht oder als Bösewicht oder als, weiß ich nicht, als griechische Strandgöttin? Warum nicht? Hätte ich voll Bock drauf. Ja, total. Mal so richtig trainieren für eine Rolle, sich richtig fit machen. Hätte ich total Lust drauf, ja. Das heißt, du bist früher auch eher auf Bäume geklettert, als mit Barbie-Puppen zu spielen? Nee, ich war ein Barbie-Fan tatsächlich. Aber heute klettere ich auf Bäume. Ich gucke gerade auch eine Serie, eine amerikanische Serie, die auch so viel mit Action ist. Und ich liebe das schon. Ich habe dann nur festgestellt, spät abends das zu gucken, ist ein bisschen schwierig. Dann hat man so einen Adrenalinschub, dann kann man nicht mehr einschlafen. Also eher so frühen Abend dann. Und dann hört man ja auch nicht auf. Da gibt es einen Cliffhanger am Ende einer Folge und dann will man natürlich wissen, wie es weitergeht und plötzlich geht die Sonne auf. Richtig. Und bei mir muss die Sonne so aufgehen, dass es mindestens zwei Staffeln immer hat, weil ich dann immer gerne hängen bleibe, wenn es gut ist. Wir werden erst aufhören, wenn wir alle tot sind. Du musst es nicht machen. Ich steck da genauso dran wie du. Warte, Leute! Und dein Bruder ist tot! Erstmal Gratulation zum braunen Gürtel im Jiu-Jitsu. Dankeschön. So ein bisschen Kampfsport ist ja nicht unbedingt schädlich, wenn es um eine Action-Komödie geht, oder? Ja, es war hilfreich. Hast du eigentlich auch eine Catchphrase? Irgendwas, was du immer sagst, wenn du jemanden verhaftest? Ich zeige sie. Anu. Sie sind verhaftet. Dann würde ich arbeiten. Kommen in Drift auch so typische Action-Filmsätze vor wie: Ey, pass auf, dreh dich um. Oder, ich habe ein verdammt mieses Gefühl. Vorsicht. Geh da nicht alleine rein. Wo waren Sie gestern Abend? Es ist dunkel, wir gehen da trotzdem rein. Der Klassiker ist immer stehen bleiben, Polizei. Als wäre dann jemals jemand stehen geblieben. Und ich gucke auch nichts, wo man sagt Polizei. Ich gucke dann eher CIA, FBI. So, ne? Und dann noch so ein Blick. So. Wir haben einen ganz tollen Autor, der die ganzen Bücher so in der Regiefassung und von den Dialogen nochmal geschrieben hat. Und das ist ein totaler Filmnerd, der eher dann genau solche Sachen liebevoll zitiert oder auf den Arm nimmt oder damit spielt. Und ich glaube, dass was in mir aufgefallen ist, auch beim Schauen der Folgen, dass mir die Dialoge und die Art und Weise der Figuren, wie sie sprechen, einfach sehr gefällt. Also ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ich glaube, man kann da viel Freude dran haben. Ali, was ist passiert? Ich muss duschen.